Meine sehr verehrten Damen und Herren, gefährliche Toleranz, die Destabilisierung Deutschlands, das Märchen vom reichen Land, wie die Politik uns ruiniert, Fear, Fire and Fury, Game Over, das Ende der Diplomatie, der Weg in die Freiheit und so weiter. Das sind die Titel aktueller politischer Bücher, wie sie derzeit in einer Buchhandlung in Frankfurt einträchtig nebeneinander liegen. Eine Überregung in 53 Buchtiteln. Ich halte dieses permanente hohe Erregungsniveau für bedenklich. Diese ständige Hysterie, die es nicht nur beim Reden belässt, sondern immer häufiger auch zur Gewalt übergeht. Ich bin erschreckt darüber, wie erst unsere Sprache und dann unser Zusammenleben verrohen. Wie wollen wir in dieser Überspanntheit einen klaren Gedanken fassen und überlegen, wie wir den Herausforderungen begegnen können? Welches überhaupt die echten Herausforderungen sind? Das Problem an dieser Erregung ist, dass sie in den meisten Fällen einhergeht mit der Ausgrenzung anderer und dass sie damit immer tiefere Gräben aufreißt. Bei der Frankfurter Buchmesse verweisen wir seit Jahrzehnten auf die Notwendigkeit von Dialog und Auseinandersetzung zu unterschiedlichen Perspektiven, denen wir hier einen Raum verschaffen wollen. Aber diese Positionen scheinen inzwischen derart unüberwindlich, dass selbst das Miteinanderreden als nicht mehr zielführend betrachtet wird. Es gibt anscheinend Menschen, mit denen man nicht reden kann. Also will man es auch lieber nicht. Tatsächlich glaube ich, dass hier ein Missverständnis vorliegt. Es geht nicht darum, mal eben politische Positionen auszutauschen, festzustellen, dass sie unvereinbar sind und sich dann immer vom Gegenüber abzuwenden. Denn die unliebsamen Positionen werden immer mehr. Sie begegnen uns in immer stärkerer Wucht beim Gespräch am Kaffeeautomat, im Sportverein, in Gewerkschaften, in Kirchen. Und zwar Deutschland, Europa und weltweit. Soll sich die halbe Welt sprachlos gegenüberstehen? Wir haben im letzten Jahr viel darüber nachgedacht, wie wir unser Verständnis von inhaltlicher Auseinandersetzung transportieren und Mitstreiterinnen gewinnen können. Am Ende ist dabei unsere Kampagne On the Same Page herausgekommen, die wir gemeinsam mit den Fernsehsendern Arte und ZDF, dem Spiegel und vor allem auch unterstützt von Amnesty International und den Vereinten Nationen gestartet haben. Im Zentrum der Kampagne steht unser Bekenntnis zu den allgemeinen Menschenrechten, die vor 70 Jahren verabschiedet wurden. Die meisten Staaten haben weltweit die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte unterzeichnet. Dennoch sehen wir eher heute immer noch die dringende Notwendigkeit, diesen dünnen Firnis der Zivilisation mit großen Anstrengungen zu verteidigen. Beim Lesen sind mir in den vergangenen Monaten viele Stimmen begegnet, die immer noch oder schon wieder alltägliche Diskriminierung dokumentieren. Mit beißender Ironie und produktiver Wut schildern sie, wie der Rassismus ihnen aus sämtlichen Fugen entgegenquillt. Wie im Roman Der Verräter von Man Booker-Preisträger Paul Beatty, wo die Hauptcharaktere die Rassentrennung wieder in ihrem Heimatort einführen wollen. Oder wie bei unserer heutigen Rednerin Chimamanda Ngozi Adichie, die gleich auf zwei Fronten aktiv ist, nämlich der Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe und aufgrund des Geschlechts. Mit dieser Kampagne, mit der Kampagne On the Same Page, wollen wir uns dieser Diskriminierung entgegenstellen und dafür eintreten, dass jede einzelne Stimme sich ihrer Daseinsberechtigung vergewissern kann. Als eine dieser Stimmen haben wir Chimamanda Ngozi Adichie hierher eingeladen. Die Frankfurter Buchmesse ist ein Ort der Freiheit, an dem Menschen aus aller Welt zusammentreffen, um ihre Position, ihre Stimmen in diesen großen Dialog einzubringen. Wer unsere Bühnen in Frankfurt nutzt, muss verstehen, dass er oder sie das nur kann, weil wir ihm oder ihr diese Freiheit einräumen. Die Frankfurter Buchmesse ist auch ein Ort des gegenseitigen Respekts. Wer unsere Bühnen missbraucht und die Frankfurter Buchmesse dafür instrumentalisiert, Positionen in die Welt zu setzen, die diese Freiheit zur Disposition stellen, dem widersprechen wir sofort und vehement. Und da wir nicht nur hier in Frankfurt, sondern weltweit aktiv sind, formulieren wir diese Haltung überall und ohne Einschränkungen. Apropos Büchertisch. Als Donald Trump ihm unliebsame Länder als Shithole Countries bezeichnete, reagierten viele Buchhandlungen in den USA, indem sie Literatur aus diesen Ländern bei sich zusammentrugen und auslegten. Es kam einiges zusammen. Diese Vielfalt an nicht-westlichem literarischem Selbstbewusstsein, die inzwischen überall erhältlich ist, betrachten wir mit großer Genugtuung. Aber noch etwas wollen wir mit dieser Kampagne erreichen, nämlich den extremen Spagat bewältigen,
aus der Forderung nach Pluralität einerseits und dem Wunsch nach Zugehörigkeit andererseits erwächst. In Desintegriert euch, einer der interessantesten Polemiken der letzten Wochen, fordert der deutsche Lyriker Max Czolek ein Ende der unerträglichen Diskussion über deutsche Leitkultur, in die hinein sich Minderheiten und Neuankömmlinge zu integrieren haben. Stattdessen plädiert er für radikale Vielfalt, wie sie in Deutschland sowieso allerorten schon Realität ist. Für den Kampf gegen nationalistische Ideologien braucht es ein Bündnis aller gesellschaftlichen Gruppierungen. Czolek schreibt, für diese notwendigen und vielleicht ungewohnten Allianzen braucht es starke Narrative, einen Willen zur Selbstkritik auf allen Seiten und eine politische Vision für eine Gesellschaft jenseits des Integrationsparadigmas. Desintegration bedeutet die Anerkennung der Abgründe, die durch uns alle hindurchgehen. Wir stellen uns hinter Czoleks Idee von radikaler Vielfalt. Ich will danach ergänzen, dass wir genauso dringend den Wunsch eines jeden Menschen nach Zugehörigkeit berücksichtigen müssen. Unser diesjähriges Gastland Georgien zum Beispiel hat über 4 Jahre an seinem Auftritt gearbeitet, angetrieben vom Wunsch der Welt zu zeigen, was die georgische Kultur ausmacht, ihre Literatur, ihre Schrift, ihre Sehnsucht gesehen zu werden. Dies ist ein Zitat von Nino Harashtishvili im Frühjahr in Leipzig. Auch hier begegnet uns der Wunsch nach Anerkennung, ohne die das Zusammenleben nicht funktioniert. Und jetzt möchte ich doch auch einmal den schwierigen Begriff der Heimat verwenden. Heimat kann ein territorialer, sozialer und geistiger Ort sein, so der Publizist Mischa Brumlik, an dem man sich seiner eigenen Sache sicher ist, ein Ort, an dem man sich auskennt, wohlfühlt, anerkannt wird und eben auch ein materielles Auskommen findet. Ein Ort, an dem Verschiedenheit gar nicht mal versöhnt, wohl aber respektiert sein muss. Damit wird sofort deutlich, dass Heimat allemal mehr und anders ist als Herkunft. Sie kann somit auch ein Ort der Ankunft sein. Dieses Spannungsfeld zwischen Vielfalt und Zugehörigkeit materialisiert sich jedes Jahr bei uns auf der Frankfurter Buchmesse. In diesem Jahr werden Sie beobachten können, dass wir immer stärker programmatisch arbeiten, dass sich auf deutscher und internationaler Ebene die unterschiedlichsten Themenbereiche ständig weiter ausdifferenzieren. Wenn Sie sich unsere Gourmet-Galerie ansehen, den neuen Kinderbuchbereich, das Kids-Foyer zwischen Hallen 5 und 6, den Wissenschaftsbereich, das Bildungsareal in Halle 4-2, das um einen großen Education-Technology-Bereich gewachsen ist. In all diesen Bereichen bringen wir die relevanten Akteure zusammen und organisieren substanzielle Fachprogramme. Die Themenfelder funktionieren hier als Magnet, die Aussteller und Besucher etablieren ihre Netzwerke drumherum, die spezifischen Inhalte und Ideen werden unabhängig von der Formatfrage präsentiert und gehandelt. Die Dynamik ist enorm, wir verzeichnen dieses Jahr sogar ein Ausstellerwachstum von fast 3%. Diese 70. Frankfurter Buchmesse, 1949 wiedergegründet, beherbergt rund 7.500 Aussteller aus über 110 Ländern. Getrieben ist dieses Wachstum maßgeblich durch unsere internationalen Kunden. Bestätigen möchte ich außerdem die Entwicklung, wie Herr Riedmüller, auf die wir schon im letzten Jahr verwiesen haben. Es mögen zwar die traditionellen Buchkäufer weniger geworden sein, die Liebe zur Literatur und den Geschichten ist jedoch quicklebendig. Wir beobachten unendlich viele neue Wege, auf denen Literatur entsteht, gekauft und rezipiert wird. Nehmen Sie zum Beispiel das internationale Kinderbucherfolgsprojekt Bedtime Stories for Rebel Girls. Die Idee der Macherinnen bestand zunächst darin, eine Online-Community aufzubauen, um herauszufinden, ob es weltweit überhaupt gute Nachtgeschichten mit weiblichen Heldinnen gibt. Über Crowdfunding sammelten sie über 1 Million Dollar ein. Herausgekommen ist ein internationaler Bestseller. Unser Kollege Rüdiger Wischenbart, den habe ich hier auch irgendwo gesehen, nennt dies ein hybrides Denken. Über alles Gewohnte hinweg und mit offenen Sinnen und durchaus auch unter Nutzung des Bestandswissens der Branche. Inzwischen befinden wir uns als Frankfurter Buchmesse in der überaus erfreulichen Situation, dass bereits jetzt die Gastländer für die nächsten 5 Jahre feststehen. Die Verhandlungen für die Jahre danach laufen ebenfalls. Wenn sich in den nächsten Tagen die Aktivitäten unserer kommenden Gastländer, natürlich dieses Jahr Georgien, danach Norwegen, Kanada, Spanien, Slowenien, Italien ansehen, werden Sie feststellen, dass sich dahinter hochdynamische Buchmärkte und vibrierende Kulturbranchen für Frankfurt warmlaufen. Was die internationale Vielfalt angeht, ist es uns dieses Jahr gelungen, weitere Fixpunkte zu etablieren. Besonders freut mich, dass wir dieses Jahr in der Halle 5.0 nach langer Zeit wieder einen Themenschwerpunkt zum afrikanischen Kontinent bei uns haben werden.
Lettres d'Afrique, Changing the Narrative, heißt eine Bühne, die von der Alliance Culturelle Africaine organisiert wird und ein breites Programm sowohl für Fachbesucher als auch für das Publikum am Wochenende zusammengestellt hat. Die Fachveranstaltungen thematisieren internationale Förderprogramme für die afrikanische Verlagsbranche, den afrikanischen Kinderbuchmarkt, E-Commerce für afrikanische Verleger, aber natürlich auch Themen wie das postkoloniale Erbe. Getrieben sind die Organisatoren von dem Wunsch, die internationale Vernetzung zu verstärken und dafür zu sorgen, dass die Literatur des afrikanischen Kontinents neue Lesergruppen in anderen Erdteilen erreicht. Insgesamt zählen wir 34 Aussteller aus 19 afrikanischen Ländern, Äthiopien, Angola, Benin, Burundi, Elfenbeinküste, Gabun, Ghana, Guinea, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Mali, Mauritius, Nigeria, Ruanda, Senegal, Simbabwe, Südafrika und Togo. Im selben Moment verweise ich außerdem auf unser Asian Forum, das der Verband Südostasiatischer Nationen der Halle 4.0 auf die Beine stellen wird. Hier finden sich Aussteller aus Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, Vietnam und den Philippinen zusammen, um die Entwicklungen und Herausforderungen ihrer noch sehr jungen Märkte zu diskutieren. Und im Übrigen bewahrheitet sich, was letztes Jahr der Random House Verleger Markus Dohle prognostiziert hat. Es gibt weltweit eine stabile Nachfrage, eine wachsende Nachfrage nach gedruckten Büchern. Einen regelrechten Boom beobachten wir im Bereich Audiobuch und Hörbuchstreaming mit einem Plus von 34% in den USA, so ein Wachstum der Belletristik der Literatursparte um 4% im amerikanischen Markt. Der Bildungsmarkt entwickelt sich immer stärker hin zu einem technologiebasierten Angebot, das insbesondere auch unsere südostasiatischen Anbieter vorantreiben. Ein Überblick bietet hier unser neu gestaltender Bildungsbereich Frankfurt-Edo in der Halle 4.2, wo es ein neues Startup-Areal gibt und die Verleihung des Global EdTech Awards seine Premiere feiert. Die Aussteller im Kinder- und Jugendbereich stellen sich wie in den vergangenen Jahren als die Bewahrer von Tradition einerseits, aber auch als Treiber von Innovationen dar. Zum Schluss möchte ich Ihre Aufmerksamkeit zurück in diesen Raum lenken, den Sie heute noch vor der feierlichen Eröffnung morgen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier inoffiziell einweihen, den Frankfurt Pavilion. Mit ihm wollen wir der Frankfurter Buchmesse ein lebendiges und ein programmatisches Zentrum verschaffen. Dieser Pavillon soll als Dreh- und Angelpunkt der Buchmesse funktionieren, für Autoren, Stars, Performances, Bücher, Literatur, für Partys, tiefe inhaltliche Begegnungen zwischen Menschen und ihren Ideen. Uns liegt besonders daran, diesen Kontakt zwischen unseren ausstellenden Verlagen, den Autoren und den Leserinnen und Lesern zu intensivieren, ihm einen angemessenen Rahmen verleihen. Frankfurt Pavilion ist genau das, ein Ort, an dem sich die Vielfalt der Branche, die Bandbreite der Ideen in unseren Köpfen und die Komplexität des menschlichen Zusammenlebens widerspiegeln und verdichtet. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank.